Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute besuche ich nochmal den Windpark Kleinwinternheim Mainz. Das letzte Mal war ich Anfang des Jahres hier, März, April. Ja, ich war jetzt schon öfters hier, aber ich wollte mir jetzt endlich mal anschauen, wie die neuen Anlagen laufen. Sind jetzt alle komplett am Netz. Auch die E103 und die G-Cypress. Und ja, das wollte ich mir auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ja, hier hat man jetzt einen schönen Blick auf die ganzen Enercon-Anlagen. Sind jetzt 5 verschiedene Generationen. Schon cool, auf so kleinem Raum. Ja, hier vorne direkt die E141. Schon echt immer wieder toll anzuschauen. Finde ich einfach super. Der Turm, die Anlage, immer wieder traurig, dass die nicht mehr gebaut wird. Und freue mich immer, wenn man die mal irgendwo sieht. Ja, da hinten haben wir dann die kleine E40. Das war die erste hier. Dann haben wir sogar 2 unterschiedliche Typen von E82. Die einen haben noch GFK-Maschinenhaus und die anderen haben dann Aluminium. Das sind die hier, 4 Stück. Dann haben wir eine E115. Das ist die Anlage hier hinten. 135 Meter Nabenhöhe. Ja, und ganz hier hinten die neue E103, Entschuldigung. Schön sieht's aus. Ja, sehr, sehr schönes Wetter heute. Kaum ein Wölkchen am Himmel und eine leichte Brise. Sehr, sehr angenehm zum Fahrradfahren. Ja, und hier etwas weiter unten ist dann die G-Cypress, die mittlerweile auch läuft. Gigantisch, dieses Teil. Hat sich gerade erst wieder eingeschaltet, hatte kurz abgeschaltet. Da freue ich mich jetzt auch drauf, die mal aus der Nähe anzuschauen. So, jetzt stehe ich nochmal hier in der Nähe von der G. Schon echt ein Gigant. Läuft sehr gemütlich heute. Ist jetzt nicht super stürmisch, aber geht genug Wind, dass sie läuft. Ja, und freue mich jetzt echt, sie mal laufen zu sehen. Ja, vor ein paar Wochen habe ich ja die G6.0158 in Østerild im Testfeld gesehen, in Dänemark. Auch mit dem Gondeldesign. War allerdings ein bisschen niedriger. Die hier ist nochmal ein gutes Stück größer. Fast nochmal 40 Meter. Echt super schön aus mit dem blauen Himmel heute. Ja, mittlerweile muss ich sagen, gefällt mir das Design von G eigentlich ganz gut. Die Narbe ähnelt ja so ein bisschen Enercon. Und das Maschinenhaus ist halt sehr schön schlicht. G hat ja auch einige Verbesserungen vorgenommen, so wie man sich erzählt. Ja, und von der G6.0164 sogar mit 167 Meter Nabenhöhe werden 10 Stück in Gau-Bickelheim gebaut. Das ist ein Repowering, ein großes. Und erst wurden 3 genehmigt und gestern wurden noch 7 zusätzliche genehmigt. In Rekordzeit von 76 Tagen. Das gibt es so auch nicht. Müsste dann Kreisverwaltung Bad Kreuznach sein. Also schon top. Kommt nicht oft vor. Da zieht sich das Genehmigungsverfahren manchmal sogar über Jahre. Ja, schon beeindruckend, der Rotor. Schon ein Riesending. Ja, und den Turm sieht man jetzt fast bei allen Anlagen, bei den neuen. Dann mit unterschiedlichen Nabenhöhen, aber schön mit dem braunen Turmfußanstrich. Ja, was auch richtig geil ist, hier ist direkt halt die Einflugschneise des Flughafens Frankfurt. Und hier fliegen die ganze Zeit
riesige Maschinen drüber. Da meint man gerade echt, die zerschellen gleich am Rotorblatt der Anlage, aber sieht schon geil aus. Ja, ich werde mich dann mal unter die Anlage stellen. Sieht bestimmt auch sehr geil aus. Ja, jetzt stehe ich nochmal direkt unterhalb von der Anlage. Ja, ich finde es eigentlich cool, wenn man bei den anderen Anlagen den Turmfuß auch so ein bisschen anstreichen würde. Gefällt mir besser als so ganz weiß. Da ist das Monster. Hat auch echt eine schöne Blattbiegung, muss ich sagen. Schön nach vorne gebogen. Läuft auch echt leise. Fand ich in Österreich schon, dass sie sehr leise ist. Im Vergleich zur ersten Generation. Boah, hier kommt nochmal ein richtig fettes Teil. Ich glaube sogar ein A380. Wahnsinn! Ho, krass, wie tief der über die Anlage fliegt. Hammer. Auch ein guter Platz hier für, wie sagt man dazu, Plane Spotter. Aber ich bin wegen den Windrädern hier. Flugzeuge interessieren mich nicht. Ja, da sieht man auch schön die Blattteilung. Bei der zweiten roten Markierung ist so ein, sieht man die Teilung ganz gut. Ja, jetzt, wenn sie sich dreht, jetzt vielleicht nicht, aber. Ja, also bei dem ersten Design war ich ja echt skeptisch. Da fand ich sie echt richtig hässlich, aber ja, so gefällt sie mir eigentlich echt gut. +2 ist wahrscheinlich ja ein Investor oder sowas. Könnte man den ganzen Tag stehen und beobachten. Ja, die Anlage ist ja von Juvi. Die anderen Anlagen sind von anderen Projektierern. Gaia, meine ich. Ja, hier sieht man nochmal schön die ganzen Enercon-Anlagen. Auch echt geil, die so viele verschiedene Generationen. Ja, fände es ja echt geil, wenn hier noch eine E160 hinkommen würde. Das würde das Ganze dann nochmal abrunden. Hat man nochmal die neueste Generation. Wäre schon geil. Oder noch eine EP3, fände ich auch cool. Naja, ich werde dann mal noch zur E103 hinfahren. Die wollte ich nämlich auch laufen sehen. Und ja, melde mich auch da nochmal. Ja, ich habe jetzt hier nochmal kurz angehalten. Das ist nämlich auch echt nochmal ein cooles Bild. Da hat man nochmal einen richtig schönen Vergleich zwischen den ganzen Anlagen. Die süße kleine E40 hier in der Mitte. Und dann umgeben von den ganzen größeren Anlagen. Ja, schon cool, die Evolution zu sehen. Haben auch alle nochmal ein komplett anderes Rotorblatt-Design. E82. Eher so ein bisschen rundlich. Die HKS-Segmente. Dann die Blätter von der E115 zweigeteilt. Davon ist Enercon jetzt auch komplett abgekommen. Und ja, die HKS auch noch mal so ein bisschen länglicher gezogen. Nicht ganz so rundlich wie bei der E82. E
Ja, und dann ganz neu, die E103, die hat dann gar keine Hinterkantensegmente mehr. Und auch noch mal ein ganz anderes Rotorblattdesign. Finde ich ja persönlich echt cool. Die Blätter sind auch echt noch mal so schön geschwungen. Sieht fast so ein bisschen aus wie bei Siemens, so sichelförmig. Richtig cool. Aber echt schön, dass die kleine E40 dann hier noch direkt nebendran steht. Dass man so den direkten Vergleich hat. Ja, und jetzt hier hinter mir nochmal die schöne E141. Läuft auch nur sehr, sehr langsam heute. Ja, und die hat auch noch die HKS Hinterkantensegmente. Bei der EP3 hat man ja dann hat man die dann ja gar nicht mehr. Da ist das Rotorblatt ja in einem Stück. Ach, schon echt schade. Also ich hätte echt gerne mal so eine E175 oder so, die jetzt gerade im Gespräch ist, einfach in diesen Dimensionen gesehen, mit dem schönen Ei und den HKS. Wer weiß, also ich spekuliere immer noch drauf, dass irgendwann, so wie Enercon jetzt wieder zu dem alten E40 Design mit der EP3 zurückgegangen ist, dass sie irgendwann, wer weiß, vielleicht in 20 Jahren nochmal zurück zum Ei gehen. Bin mal gespannt, wir werden es sehen. Ja, dann fahre ich jetzt mal zur E103 und schaue mir das Schätzchen mal an. So, jetzt stehe ich hier nochmal unter meinem Schätzchen, der E103 EP2. Die schöne. Ah, ich finde die Anlage einfach super. Das Blattdesign ist einfach echt einzigartig. Blätter sind auch echt ganz schön nach vorne gebogen. Kennt man jetzt gar nicht so von der E290 oder E82. Im Windpark Biederbach sieht man den Unterschied echt ziemlich krass. Also wenn richtig Wind geht, sind die Blätter der E290 echt ziemlich nach hinten gebogen. Bei der E103 hier jetzt gar nicht so. Ja, schön sie jetzt auch mal laufen zu sehen. Die Inbetriebnahme hat jetzt irgendwie doch länger gedauert als erwartet. Bin ein paar Mal hier vorbeigefahren auf dem Weg zu anderen Windparks. Da stand sie leider immer. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sie laufen sehe. Ja, echte Rarität. Ich kenne jetzt halt nur die hier und die Anlage in Biederbach. So ein paar Altplanungen werden noch realisiert. Aber dann verschwindet sie leider aus Enercons Portfolio. Super schade. Hinten stehen auch noch so ein paar kleinere Anlagen. Das ist der Windpark Niederolm. Die Anlagen hier stehen ja in Kleinwinternheim-Oberolm. Und da hinten, das ist Niederolm. Stehen auch noch mal ein paar E40 und eine E53, glaube ich. Hab's ja bisher jetzt nur auf diesem Turm hier gesehen, 108 Meter. Und in Videos halt auf, ja, so 98 Meter Stahlturm. Aber irgendwo wurde jetzt auch eine mit 138 Meter errichtet. Aber ich muss sagen, auf dem Turm gefällt sie mir am besten. Ja, das Design ist halt echt einzigartig ohne die Hinterkantensegmente. Sehr wahrscheinlich einfach nur eine Kostensparmaßnahme, aber ich finde, es sieht cool aus. So, ihr Lieben, zum Abschluss nochmal ein toller Blick auf den gesamten Park von der anderen Seite. Sieht auch echt super schön aus. Ja, hier am nächsten zu mir nochmal die schöne E103. Sieht einfach so geil aus, wenn sie läuft.
Nochmal ein schöner Vergleich zur E115 direkt hinten dran. Die G ist etwas launisch heute. Schaltet sich immer mal wieder an und aus. Aber sie läuft auf jeden Fall. Ja, echt super schöner Windpark. Hab ihn jetzt echt schon oft besucht. Aber ja, hatte halt Glück, dass hier noch zwei neue Anlagen gebaut wurden. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Vielleicht wird noch was gebaut. Ich weiß jetzt leider von nichts. Aber so eine EP3 oder EP5 wäre schon richtig cool. Und auch einfach echt geil bei dem schönen Wetter. Habe auch wieder ein paar coole Drohnenaufnahmen gemacht. Die folgen dann jetzt gleich im Anschluss. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Ich werde mich dann jetzt auf den Weg machen zum nächsten Windpark. Und dann sehen wir uns vielleicht dort. Macht's gut, halt die Ohren steif und bis zum nächsten Video.